Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Faszination Israel. Ich begrüße Sie heute aus Israel. Und hier in Israel regnet es im Moment sehr stark. Ein Segen für die ganze Region, wenn es hier in dieser sonst so trockenen Gegend einmal regnet. Wir sind heute hier auf dem Weg in das Gebiet, das biblische Kernland Judäa Samaria. Ihnen vielleicht auch bekannt unter einem Namen, den die Weltpolitik dieser Region gegeben hat, die Westbank. Gottfried Bühler muss einen militärisch überwachten Sicherheitsübergang passieren, einen sogenannten Checkpoint, um in das palästinensische Autonomiegebiet zu gelangen. Die israelische Regierung baut seit 2002 Grenzanlagen wie diese, um die israelische Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen aus den palästinensischen Gebieten zu schützen. Hier, in einem Vorort der weltberühmten Stadt Bethlehem, wird Gottfried Bühler ganz besondere Menschen besuchen. Ich werde Ihnen heute in dieser umstrittenen Gegend eine Oase der Menschlichkeit zeigen. Diese Oase heißt Life Gate, das Tor zum Leben. Es ist die Vision eines deutschen Christen, die nach und nach Wirklichkeit wurde. Heute sehen wir das Ergebnis von seinem großen Gottvertrauen, viel Geduld und Liebe für die Menschen in dieser Region. Liebe Zuschauer, ich bin nun hier mit Burkhard Schunkert, dem Leiter dieser außergewöhnlichen Einrichtung, zusammen. Burkhard, diese Einrichtung heißt Life Gate. Warum habt ihr diesen Namen gewählt? Das Tor zum Leben geht erst einmal ganz weit auf für Kinder und junge Menschen mit Behinderungen und ihre Familien, um sie so willkommen zu heißen, wie sie sind. Das heißt, wir sind eine Fördereinrichtung. Wir wollen niemand hier behalten, sondern wir wollen alles tun, dass Menschen mit Behinderungen ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen können. Wie lange gibt es diese Arbeit schon und wie lange bist du schon hier? LifeGate ist hervorgegangen aus einem Wohnheim für behinderte und blinde Männer, was 1979 hier in Bejala gegründet wurde. Ich bin 1987 dazugestoßen. Ein Freund von mir hat dieses Heim geleitet, ging zurück nach Deutschland, hat mich gefragt, wusste, dass ich mit dem Land sehr verbunden bin, ob ich mir das vorstellen kann. Mein Hintergrund ist der CVM in Deutschland, ich bin CVM-Sekretär. Ich habe mich damals eigentlich mit Freude und auch ein bisschen zaghaft dieser Aufgabe gestellt. Zaghaft, weil es war 1987 das Jahr der ersten Intifada. Es wurde gleich ein bisschen ungemütlich in Bejala, aber trotzdem war das eine ganz spannende Aufgabe. Und seit 1987 bin ich in dieser Arbeit. Das heißt, ihr habt klein angefangen. Heute, viele Jahre später, ist das eine richtig große Einrichtung geworden. Ihr habt ein tolles Gebäude hier. Wie viele Behinderte kommen hier jeden Tag rein oder übernachten die hier auch? Wie funktioniert es hier? Wir waren hier, um zu hören, welche Anliegen haben die Menschen. Wir haben die Not gesehen für Menschen mit Behinderungen. Wir haben uns diesen Anliegen geöffnet. Wir haben dann Menschen gesucht, die uns unterstützen können, finanziell, und dann entsprechende Programme auf den Weg gebracht. Heute kommen zu LifeGate täglich 150 Kinder und junge Menschen. Wir beginnen mit 3 Jahren in unserem Förderkindergarten. Dann haben wir die Förderschule, wo Kinder zwischen 6 und 15 Jahre alt sind. Und anschließend kann man bei uns einen Beruf lernen. Wir können 13 Berufsausbildungen hier im Haus anbieten, die Leute lernen können, diese Berufe, und dann können wir sie anschließend in Arbeitsstellen vermitteln. Für mein Verständnis, warum habt ihr oder du als Deutscher hier im Westjordanland diese Städte gegründet? Gibt es hier keine Behindertenheime?
Es gibt in der Gesellschaft immer noch eigentlich eine große Not, dadurch, dass Eltern oder Familien, die ein behindertes Kind haben, am Anfang erstmal gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Es gibt kein organisiertes Frühfördersystem oder es gibt auch ganz wenig Einrichtungen. Wenn Familien in die normalen Krankenhäuser kommen, weil das Kind krank ist und da wird dann auch eine Behinderung vielleicht schon festgestellt oder diagnostiziert, dann ist die Familie das erste Mal auch in der Lage, sich um einen Platz zu kümmern. Und in der Tat gibt es wenig Plätze. Und es gibt so gut wie keine Fördereinrichtungen. Es gibt einige wenige Einrichtungen, wo behinderte Menschen leben. Bei LifeGate haben wir das bewusst nicht, weil wir sagen, wir wollen gerne in die Gesellschaft hineinarbeiten, also dorthin gehen, wo behinderte Menschen in ihren Familien leben. Und wir gehen mit unseren Mitarbeitern und Besuchsteams, natürlich wenn wir willkommen sind, gerne in die Familien auch hinein und helfen den Eltern zu Hause das umzusetzen, was wir hier im Haus an Förderung auf den Weg gebracht haben. Jetzt gehen wir mal in die Physiotherapie. Der kleine Matan wird bald 2 Jahre alt und ist ein fröhlicher Junge. Eine frühkindliche Hirnschädigung verursachte bei dem Jungen eine Lähmung. Für seinen Vater sind die Therapiesitzungen bei LifeGate eine große Hilfe. Sein Papa erntet Handküsschen und der Besuch aus Deutschland ein fröhliches Lächeln. Wie muss man sich das vorstellen? Wer bezahlt das? Bezahlen das die Eltern oder gibt es hier im Westjordanland irgendeine Versicherung, die dafür bezahlt? Also viele Leute haben keine Versicherung. Es gibt überhaupt eigentlich kein Sozialsystem. Es gibt auch keine Rentenversicherung oder eine Absicherung, wenn man alt wird. Und so können wir also bei LifeGate einen ganz kleinen Beitrag nur erfragen, weil wir auch es mit sehr vielen wirklich sehr armen Menschen zu tun haben. Und noch ein zweites Problem dazu kommt, dass es keine Seltenheit ist, dass in einer Familie mehrere behinderte Kinder sind. Weil ein Grund, dass wir viele behinderte Menschen haben, ist, dass immer wieder in den gleichen Familien auch Ehen geschlossen werden und wir genetische Probleme in der Gesellschaft haben, die zu Behinderungen führen können. Diesen kleinen Beitrag von ungefähr 40 Euro, den wir erheben wollen, können viele Familien nicht zahlen, sodass wir da auch da Kompromisse machen müssen, weil ein Kind LifeGate im Monat in einer ganzheitlichen Förderung 350 Euro ungefähr kostet. So, jetzt sind wir hier in unserem kleinen Therapieschwimmbecken, an unserem kleinen Therapieschwimmbecken angekommen. Und Wasser ist bei uns hier im palästinensischen Gebiet eine absolute Kostbarkeit. Und außer, dass wir einmal im Jahr in See Genezareth zu einer Freizeit fahren, haben unsere jungen Leute kein Wasser eigentlich gesehen, wo sie reinkommen können. Schwimmbäder sind unheimlich teuer und an die Meere kommen sie nicht. Sodass wir jetzt froh sind, dass wir ein kleines Therapiebecken haben, wo wir Leute im Wasser behandeln können. Nun sind wir ja hier im Westjordanland in einer zunächst mal muslimischen Umgebung. Und ihr seid hier eine christliche Einrichtung. Ist es für die muslimischen Eltern ein Hinderungsgrund, ihr behindertes Kind in eine christliche Einrichtung zu bringen? Nein, das ist es nicht. Und da sind wir immer wieder überrascht, weil es hat sich natürlich über die Jahre mittlerweile herumgesprochen, dass wir existieren. Gab es am Anfang Ressortiments? Sicherlich gibt es Nachfragen. Vor allen Dingen, wir beginnen unsere Arbeitswoche mit einer kleinen Andacht. Das Losungsbüchlein gibt es Gott sei Dank auch in arabischer Sprache. Nur für die Mitarbeiter oder auch? Das für die Mitarbeiter und für unsere jungen Leute in der Werkstatt, für alle Jugendlichen, die kommen. Und wir haben ungefähr 95% muslimische Kinder und junge Menschen hier in der Förderung bei LifeGate. Wir werden als Christen ernst genommen und respektiert, weil wir uns nicht verstecken. Was ich neulich von einer Mutter aus Hebron gehört habe, das hat mich total überrascht. Hier, ich habe sie gefragt, gibt es denn da keine Einrichtungen, es sind immerhin 40 Kilometer von hier, dass du den ganzen Weg auf dich nimmst, dein Kind hierher zu bringen? Und dann sagt sie zu mir, wir wissen, dass ihr Christen unsere Kinder oft besser behandelt wie unsere eigenen Leute. So, hallo, Maraba. So, jetzt sind wir also hier auf der Seite, wo wir unser Textilhandwerk jungen Leuten vermitteln. Hier ist eine
der Abteilungen, wo wir ein altes Handwerk der Beduinen immer noch praktizieren. Das ist nämlich die palästinensische Kreuzstichstickerei. Dieser Bucheinband, übrigens für deutsche Gesangsbücher, diese Teile kommen nach Deutschland. Es ist nicht schön, dass hier mit sehr viel Liebe und Sorgfalt richtige handwerkliche Kunstwerke hergestellt werden. I will make a picture from us and your wonderful work. Wer finanziert deine ganze Arbeit hier? Bekommst du staatliche Unterstützung? Da kann ich jetzt ganz vorsichtig Ja sagen. Ja, in dem Sinn, dass wir im letzten Jahr wirklich das erste Mal eine kleine Unterstützung des palästinensischen Sozialministeriums erhalten haben für Kinder aus sozial schwachen Familien. Nachdem wir ungefähr 5 Jahre lang Anträge gestellt haben, kam letztes Jahr also eine erste kleine, wirklich eine kleine Überweisung. Ansonsten finanziert LiveGate diese Arbeit von Menschen, die uns unterstützen, also aus Spenden und aus dem, was wir selber produzieren. Wir haben nämlich in unseren Werkstätten einen Produktionszweig, wo wir Geschenkgegenstände, die typisch sind für dieses Land, produzieren. Und die bieten wir in Deutschland an. Ein schmackhaftes Olivenöl haben wir im Handel, auch in Europa und in Deutschland vor allen Dingen. Und hier im Haus haben wir verschiedene Dienstleistungen, eine Wäscherei, eine Zahnarztklinik. Wir sind die einzige Schuhreparaturwerkstatt im Ort, 20.000 Einwohner, und helfen uns damit auch durch dieses Einkommen, was wir erwirtschaften können, unsere Arbeit ein Stück zu finanzieren. So, jetzt gehen wir in die Abteilung, wo wir das ganze Jahr über Weihnachten haben. Hier werden nämlich aus Olivenholz Weihnachtsartikel produziert. Hi. Fadi. Hi. Hi. Nice to see you. Ne? Fadi ist als Kind in unsere Förderschule gekommen und hat also die Schule jetzt durchlaufen und ist jetzt in der Klasse, die dieses Jahr zum ersten Mal in unsere Werkstatt geht. Wir haben also einen Schnupperkurs für ein Jahr, wo die jungen Menschen in der Werkstatt verschiedene Bereiche kennenlernen und sich dann entscheiden können, ob sie in einem Bereich später eine Ausbildung machen wollen. Das heißt, bei euch kann man eine komplette Berufsausbildung machen und erhält dann am Schluss einen richtigen Abschluss? Ja. Die Ausbildung dauert zwischen 1 und 3 Jahren. Da sind wir ziemlich flexibel, wie schnell die Leute auch lernen können. Mhm. Die kriegen anschließend auch ein Zertifikat, aber da muss ich sagen, Papier in diesem Land spielt keine große Rolle. Mhm. Die jungen Leute, nachdem sie irgendwo beginnen zu arbeiten, müssen in den ersten Tagen und Wochen zeigen, dass sie was können. Ja. Dann werden sie behalten. Ich arbeite hier als Betreuer. Wir versuchen, ihnen zuerst beizubringen, wie sie sich selbst versorgen können, aber auch, wie man Beziehungen zu anderen aufbaut. Denn das ist sehr wichtig. Sie finden natürlich Freunde hier und mit jedem Tag, mit jedem Monat lernen sie besser, miteinander zu leben. Ich bin sehr gerne mit ihnen zusammen und empfinde es als eine sehr wichtige Aufgabe. Hier zu arbeiten bedeutet, zuerst nach dem Vorbild Jesu Christi zu leben. Denn er war hier vor 2000 Jahren und hat uns viel Gutes gelehrt. Wie wir andere Menschen lieben können, sogar unsere Feinde. Wir sollen sogar für unsere Feinde beten. Aus diesem Grund machen wir zum Beispiel auch Ausflüge nach Galiläa und kooperieren mit unseren jüdischen Kollegen. Wir möchten damit ein Zeichen der Liebe zwischen Israelis und Palästinensern setzen. Gibt es eher irgendeinen Fall oder vielleicht auch mehrere Fälle, wo man sagen kann, das ist eine richtige Erfolgsgeschichte, der kam als ein behinderter Mensch hier rein, LiveGate hat ihn aufgepäppelt und ja, jetzt geht er richtig ab wie eine Rakete. Gibt es sowas? Ja, ja, das gibt es nicht nur einmal, Gott sei Dank, sondern ich kann kurz eine Geschichte von dem Fahad erzählen. Fahad war ein junger Mann, ich erinnere mich noch ganz genau, der vor über 25 Jahren in einem noch ganz anderen Gebäude geht die Tür auf und ein Vater rollt auf einem Brett mit 4 Rädern, Brett, an das 4 Räder geschraubt waren, einen kleinen Jungen, der ganz verkrümmt da drauf lag, so halb liegend, halb sitzend, vor meinem Schreibtisch und sagt, das ist mein Sohn, mit dem kann man nichts anfangen, ihr seid ein Heim,
den könnt ihr haben, den lasse ich jetzt glatt hier. Und dann habe ich gesagt zu ihm, so läuft das schon mal gar nicht bei Live Geht, sondern jetzt setzen wir uns erstmal zusammen und überlegen. Und wir haben den Jungen dann aufgenommen, ein bisschen später. Und der Fahad hat Muskeldystrophie und alle seine Geschwister haben diese Krankheit. Ist eine progressive Krankheit. Sie ist bei ihm als einzigen Kranken in dieser Familie zum Stillstand gekommen, was ein Wunder ist eigentlich. Und alle seine Geschwister sind gestorben. Und er hat dann bei Live Geht den Beruf des Schuhmachers gelernt. Und hat hier im Rollstuhl in Bejalan 2 Jahre lang eine kleine Schuhmacherwerkstatt betrieben, hier im Ort. Und wollte dann zurück in seinen Heimatort. Und hat dort an seinem Heimatort dann ebenfalls mit unserer Hilfe einen kleinen Laden gehabt, wo er Schuhe repariert hat, aber hat auch noch gebrauchte Radios verkauft etc. Und dieser Fahad ist heute ungefähr 40 Jahre alt. Wie lange war der bei euch? Der war bei uns 3 Jahre, aber dann wohnte er noch in einer unserer Wohngruppen, die wir damals hatten, einige Jahre, als er schon als selbstständiger Schuster im Ort arbeitete. Er ist ein ganz gepflegter junger Mann, ja, der sehr auf sich achtet. Er hat geheiratet, er hat 3 Kinder. Und dieser Fahad unterstützt heute seine alten Eltern, die zu Hause sitzen und eben alt geworden sind und nicht mehr also für ihren Lebensunterhalt selber beitragen können. Weil alle seine Geschwister gestorben sind und er heute für diesen Vater sorgt, der ihn vor über 25 Jahren loswerden wollte. Das heißt, ihr habt mit den Behinderten, die hier Live Geht durchlaufen, dann auch längerfristige Beziehungen? Ja. Viele der Menschen, die hier bei uns waren und die dann wirklich ins Leben entlassen worden sind oder die ihr Leben in die Hand genommen haben, bleiben mit uns in Kontakt. Sind für uns auch wirklich schöne Geschichten, wenn sie herkommen, weil sie die jungen Leute, die wir heute in der Ausbildung haben und auch die Kinder und die Eltern, auf die sie hier treffen, ermutigen können, dass es wirklich Hoffnung gibt. Einer dieser bemerkenswerten Hoffnungsträger ist die jetzt 46-jährige Asma, die vor vielen Jahren schwerbehindert und todkrank zu Live Geht kam und die hier ein neues Leben geschenkt bekommen hat. Hi Asma. Hello. Good to see you. Hallo Asma, schön dich zu sehen. Wir hatten von dir kürzlich ein großes Bild in einer unserer Zeitschriften. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, ich bin okay. Was genau arbeitest du hier? Ich stricke Pullover und Jacken. Wie diese. Obwohl Asma fast taubstumm ist und nur noch ein Bein hat, kann sie von ihrer eigenen Textilproduktion leben und sogar noch ihre verwitwete Mutter mit unterstützen. Für eine Frau mit Behinderung ist das in der muslimischen Gesellschaft einzigartig. Ich mag meine Arbeit sehr. Wenn ich arbeite, bin ich glücklich. Wie lange ist jemand in der Regel hier bei euch? Bei den Kindern kann das jetzt ein bisschen länger werden, weil wir mit der Frühförderung beginnen. Die kann von 0 bis 3 Jahren schon bei uns stattfinden, mit einer guten Hilfsmittelversorgung, mit einer therapeutischen Versorgung in Live Geht. Dann mit 3 Jahren können wir einen Kindergartenplatz anbieten. So, jetzt kommen wir in den Bereich unseres Kindergartens. Und hier sind wir ganz besonders froh, dass wir jetzt einen Spielraum haben. Wir haben Kurse für die Mütter und für die Väter wöchentlich, wo sie sich verpflichten müssen, teilzunehmen, wo wir über die Krankheiten, über die Hintergründe der Behinderungen der Kinder informieren, wo wir aber auch ganz viele gesellige Sachen machen. Die Frauen haben jetzt neulich gelernt, zum Beispiel einen gesunden Kochkurs hier zu veranstalten. Und mit den Männern spielen wir auch mal. Also all die Dinge, die in der Gesellschaft eigentlich nicht so sehr entwickelt sind, versuchen wir hereinzubringen. Mit 6 Jahren können die Kinder in die Schule wechseln und dann können sie eigentlich bis 15, 16 Jahre hier bei uns bleiben und dann sogar noch einen Beruf lernen hinterher. Aber es gibt bei uns immer die Möglichkeit, auf dem Weg natürlich auch Live Geht zu verlassen und in Regelschulen zu wechseln oder in Regelkindergärten. Das ist unser Ziel. Wir haben Kinder, die können sich sehr schnell entwickeln und können dann in eine ganz normale Schule gehen. Nicht nur Menschen mit Behinderung finden bei Live Geht Unterstützung, sondern auch Menschen in ausweglosen Lebenssituationen.
Wie zum Beispiel diese junge Frau, die von ihrem Ehemann verstoßen wurde. Hier erhält sie nun eine Ausbildung und damit eine Zukunft. Wie geht es ihr dabei? Mir gefällt es hier sehr gut. Ich habe eine schlimme Zeit hinter mir. Doch jetzt kann ich etwas lernen, um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte arbeiten gehen und auf eigenen Beinen stehen können. Wir sind jetzt hier in der sogenannten Westbank, im Palästinensergebiet. Habt ihr bei LifeGate hier irgendwelche Kontakte zu Israel, zu euren Nachbarn, zu den Juden? Die Qualität unserer Arbeit lebt seit vielen Jahren durch die Möglichkeit, auf die israelische Seite zu gehen und durch die Verbindung, die wir zum Beispiel haben zu den israelischen Krankenhäusern und Therapieeinrichtungen. Wie macht ihr das ganz konkret? Zum Beispiel, dass alle unsere Kinder und jungen Menschen israelischen Fachkrankenhäusern vorgestellt werden und dass dann eine palästinensische Familie auf einen jüdischen Arzt oder auch arabischen Arzt trifft in so einem Krankenhaus und auf einmal merkt, der behandelt uns ganz, ganz hervorragend, der behandelt unser Kind. Ganz viele LifeGate-Kinder wurden in israelischen Krankenhäusern operiert, wurden von der Erde zum Rollstuhl, zum Stehen, zum Laufen gebracht. Und so gibt es viele, haben wir über die Jahre viele tragfähige Brücken gebaut, die immer wieder gewackelt haben, wenn ein Terroranschlag war oder wenn die Menschen wieder neu erschüttert waren über das, was sich Menschen wieder angetan haben. Das können immer Rückschläge sein und da muss man sich immer wieder neu aufraffen und das Neue suchen. Aber das machen wir an LifeGate und können sagen, weil wir andere Menschen segnen und ist diese Arbeit auch gesegnet. Und dazu gehört auch die israelische Seite. Burkhard, was ist deine persönliche Motivation für diese Arbeit hier? Meine Kraftquelle ist der Glaube an Jesus und die Liebe zu diesem Land. Und das schließt die Menschen ein, die hier leben. Es ist kein einfaches Land, es ist eine starke Ellbogengesellschaft. Es gibt viele Dinge, an die man sich als Europäer hier erstmal gewöhnen musste. Aber ich bin froh, dass meine Familie, meine Frau, die als Physiotherapeutin hier auch mitarbeitet, an meiner Seite steht in dieser Arbeit, dass wir als Familie viele Freunde auf der jüdischen Seite haben und eine klare Aufgabe auf der arabischen Seite. Und das birgt für uns ganz, ganz viele Chancen. Gott hat uns dahingestellt. Wir haben ihn manchmal gefragt, ob er uns mal woanders hinstellt. Er hat immer wieder gesagt, nein, bleib da und ich schenke dir die Kraft. Und ich gehe jeden Morgen mit Freude und an die Arbeit. Und das Schöne ist, dass so wie in unserem Team, was mittlerweile 70 palästinensische Christen sind, wie auch die Kinder und jungen Menschen und ihre Eltern, die jeden Tag hier hereinkommen, dass wir ihnen ein Stück mitgeben dürfen. Und auch den Besuchern, die uns besuchen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und ja, und das ist der Platz, wo wir uns hingestellt wissen und wo wir auch jeden Tag, manchmal aber nur für den Tag, die Kraft bekommen, die wir brauchen. Liebe Zuschauer, vielleicht sind Sie ja von der Arbeit dieser außergewöhnlichen Einrichtung und dem Mut hier in dem so umstrittenen Westjordanland genauso beeindruckt wie ich. Gerade mal einen Steinwurf entfernt von Bethlehem, dem Geburtsort Jesu, werden hier durch christliche Nächstenliebe tragfähige Brücken des Friedens und der Hoffnung gebaut. Die ICJ ist eine international tätige Organisation, die sich maßgeblich für den Frieden und die Aussöhnung hier im Nahen Osten einsetzt. Und sie steht an vorderster Front im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Die Unterstützung dieser Einrichtung hier gehört zu den vielen humanitären Engagements der ICEJ. Wenn Sie wissen möchten, liebe Zuschauer, wie Sie sich einbringen können in diese vielfältigen Projekte der ICJ, dann kontaktieren Sie uns doch gerne unter www.icej.de oder senden Sie uns ein Mail. Für heute verabschiede ich mich bei Ihnen und würde mich freuen, Sie nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin grüße ich Sie hier aus dem Westjordanland mit einem herzlichen Shalom.